Hallo und willkommen zu den ersten 30 Minuten von God of War. So, dann wollen wir mal neues Spiel starten, egal was da steht, bestätigen. Ich würde sagen, wir wollen ein ausgeglichenes Erlebnis. Nicht ganz einfach, nicht ganz schwierig. Ich will ja auch irgendwann fertig werden mit dem Spiel. Und da sehen wir ihn schon, den Gott des Krieges. Ist es sein Handabdruck? Ich glaub nicht. Der hat größere Flossen. Oh je, er muss den Baum echt gemocht haben. Oder auch nicht. Wieso schaut der jetzt so drastisch? Oh oh. Ich glaub, ja, dem Baum geht's an den Kragen. Leviathan-Axt, tu deinen Job. Ich habe nicht so viel Kraft im Oberkörper. Ich glaube, wenn ich so einen Baum fällen würde, bräuchte ich schon eine Kettensäge. Na gut, wieso haben wir das jetzt gemacht? Ich werde den garantiert nicht irgendwo hinschleppen. Na, vielleicht ja doch. Der sieht so aus, als ob er den tragen will. Ah, nee. Er wollte noch mal sentimental an den Stamm fassen. Ja, ist ja gut. Es war doch nur ein Baum. Hab einen. Ist das mein Junge? Hallo Atreus. Steig jetzt in das Boot. Ich glaube, ich bin kein guter Papa. Ich kenne übrigens hier auch nichts über die God of War Lore. Ich werde das hier, wie heißt das so schön, raw doggen. Ich nehme das Spiel so, wie es kommt. Mensch, bin ich stark. Vielleicht ist in diesem Universum aber auch, sind die Bäume aus so einer Art Styropor. Das wird sowohl das mit der Axt erklären, als auch, dass ich das hier so leicht tragen kann. Soll ich noch ins Boot binden? Weiß ich nicht. Ins Wasser mit dir. Na, wann haben wir den zerteilt? Der war vorhin größer. Na. Ist ja anscheinend auch sehr kalt draußen. Da kann sowas leicht passieren. Das reicht aus. Sehr gut. Dann ruder ich mal schön. WASD. Wer hätte es gedacht? Ruder, Vater? Ruder, Ruder. Hat sich was verändert? Der Wald fühlt sich jetzt anders an. Alles ist anders, Junge. Denk nicht weiter darüber nach. Ja, Vater. Denken schadet deinem Gehirn. Für die Strecke bin ich jetzt mit dem Boot gefahren. Na super. Hätte ich auch laufen können. Krass, wie der das macht. Ich krieg vom Zusehen Rückenschmerzen. Nee, ich hab echt Rückenschmerzen gerade. Ich hör mal auf, mich wie ein Schrimp hinzusetzen. Ja, vielleicht auch nicht. Dann passt die Mikroeinstellung nicht. Atreus, weise mir den Weg. Hui. Nicht sehr gesprächig, die zwei. Oh, da ist so ein Gesicht eingemeißelt in den Baum. Oh, vielleicht doch nur ein Astloch. Mit so einem Gesicht hätte er mir sympathischer. Wäre mir sympathischer gewesen. So, ich trage den keinen Meter weiter. Atreus, du machst ihn recht.
Recht. Das war der letzte. Wie viel habe ich denn schon getragen? Ich glaube, ich habe leichte Aggressionsprobleme. Wird irgendwie ja zum Charakter passen. Oh je. Da liegt ein Leichensack. Mit einer Leiche drin. Würde ich mal schätzen. Eine PS5 wird's nicht sein. Dort sehe ich meine Mutter. Dort. Was ist denn passiert mit der Mama? Und mit dem Vater? Nee, das ist ja unsere Mutter. Schon rufen sie nach mir. Wollen wir die grillen oder warum machen wir da Kräuter drauf? Schon rufen sie nach mir. Schon rufen sie nach mir. Ich höre nichts. Schon rufen sie nach mir. Oh oh. Haben wir was falsch gemacht, Papa? Sie ist bereit. Na gut. Schwerer als der Baumstamm wird sie ja kaum sein. Finde nach Hause. Du bist frei. Vielleicht sollte ich nicht über den traurigen Moment hier rumlabern. Na, es ist ein Let's Play. Ich habe keine Ahnung, wie die gestorben ist. Vielleicht war das so eine ganz alte und das war einfach ein natürlicher Tod. Das glaube ich aber irgendwie nicht. Ja, schön auf die Birken. Das ist mal ein guter Feuerstein. Ich hatte damit bis jetzt noch keinen Erfolg. Das ist unrealistisch. Normalerweise hätte es locker 20 Minuten gedauert, bis das ordentlich brennt. Ich glaube, so lange wollten sie uns nicht warten lassen. Wieso klaust du denn ein Messer? Tut mir leid. Schon okay, Junge. Das hilft. Das Messer gehörte ihr. Jetzt ist es deins. Sehr schön. Hab ich was zum Schnitzen oder? Kannst du jagen? Ja, hoffentlich. Ein bisschen. Zeig's mir. Jetzt? Jetzt. Und was jagen wir? Ich hätte Lust auf einen Schnitzel. Ja, die werden nicht einfach so im Wald rumlaufen. Ja, meine Frau war echt heiß. Und ist es immer noch. Was jagen wir? Du jagst Hirsche. Nee, gut. Wo lang? Dahin, wo die Hirsche sind. Na dann, hier lang. Das sind keine guten Anweisungen. Vater, warum tun wir das jetzt? Ich muss wissen, ob du die Reise überleben kannst. Was für eine Reise? Hängt ganz von dir ab. Jage. Was hast du gefunden? Spuren. Aber nicht von einem Hirsch. Ich suche weiter. Wie sieht er das denn? Sehen Sie sich mit... Ja.
Drücken Sie I, um die Kameraeinstellung zu öffnen. Ich würde sagen, das passt. Weg damit. Ja, ist ja gut. Loot. Was bist du denn? Hacksilber. Ist das wertvoll? Ich weiß es nicht. Oh, ein kleines Boot. Verloren und wiedergefunden. Neues Artefaktset. Verlorene Spielsachen. 1 von 4. Ja, aber sie sind zu rund. Vielleicht ein Wildschwein. Gut. Oh, was jetzt? Weiß ich nicht. Spring. Über die Spalte springen. Hier lang, Junge. Oh. Mich jetzt auf die Fresse gelegt. Hirschspuren. Frisch. Hier lang. Was für Hirschspuren? Das sind Backsteine. Der Junge hat keine Ahnung vom Jagen. Ja, das nenne ich Hirsch. Gefunden. So sehen die bei mir in der Gegend nicht aus. Du willst Hirsche jagen, nicht verjagen. Ja, Vater. Ja, mit dem Hacksilber. Und eine köstliche Truhe mit Hacksilber. Wer hätte es gedacht? Die Truhe kann man jetzt aber nicht verwenden mehr. Was ist denn das hier? Hacksilber. Muss ich da was machen? Wieso leuchtet die Kette denn so schön? Ist egal. Komm mal vielleicht später dazu. Oder früher. Kaputt gemacht. Wie kommen wir jetzt rüber? Springen und ducken. Seite. Leviathan-Axt. Linkes Control. Ja, das sieht doch gut aus. Wie kriege ich die Axt zurück? Oh, was ist passiert? Und springen. Da ist der. Warte. Du solltest warten. Was machst du denn? Du hast ihn aufgescheucht. Schieß nur. Schieß nur, wenn ich es dir sage. Ich bin ein guter Vater. Das ist belanglos. Mach es besser. Hm. Finde ihn. Finde ihn. Ah, ich glaube, wir haben so einen richtig dicken Baumstamm im Arsch. Vielleicht sollte ich mich doch mit der Lore beschäftigen. Ah, mein Bogen! Nein, du bist nicht bereit. Bleib zurück. Na gut. Wieder mit dir, Kreatur des Waldes. Kann ich eigentlich nicht ausweichen? Also Gegner fixieren kann ich. Ich würde gerne ausweichen. Irgendwas zum Ausweichen. Ist hier gut. Kuh zum Blocken. Wo kommst du denn hier? Ha, aufs Fressbrett. Blocken. Das hat nicht gut funktioniert. Das hat schon besser funktioniert. Ja, wieso seid ihr denn so viele? Achso, Space zum Ausweichen. Jetzt habe ich es auch gelesen. Ja, wie viel haltet ihr denn aus? Ich dachte, ich bin so übermächtig. Für so billige Waldzombies oder was ihr seid, seid ihr überraschend. Ich war noch nie so nah an unserem Wald. Ja. Weiter. Oh, mein Bestarium wird aktualisiert. Und du bist was? Hoffentlich nicht Hacksilber. Ne, steht gar nicht dran, was es war. Kann ich einfach meinen Jungen zurücklassen? Der Hirsch ist hier lang. Ja. Du sollst ihn finden, nicht ich. Das sieht alles so interessant aus. Und der Hirsch war eigentlich cool, den will ich gar nicht jagen. Im
rein. Wir tun, was uns gefällt, Junge. Keine Ausreden. Ja, das sehe ich doch mal ein. Da. Mensch, ich habe damals meine Fruchtzwerge aber gegessen. Muss ich sagen. Kann ich meinen Bogen wieder haben? Das heißt, bitte. Von hier? Wir sollten näher rangehen. Na, siehst du. Nutz dein Hirn, Junge. Ich war ein paar Mal mit Mutter auf der Jagd. Du wolltest mich nie mitnehmen. Ja. Warum jetzt? Es war ihr Wunsch. Und es war an der Zeit. Verstehe. Wieso brennt hier denn noch Zeug? Was für ein Ding? Ach, ich glaube, das ist Gesundheit. Ach komm, hier kann ich aktuell nicht durch. Gesundheitsbalken. Wusste ich doch, dass das die Dinger sind. Weg mit euch. Ja. Das Kämpfen macht aber ganz schön Spaß. Nur irgendwie wirken die Gegner schon ein bisschen spongy. Vielleicht ist meine Axt einfach nicht gut. Nieder mit dem Regime. Wo bist du hin? Kollege, komm aus der Wand raus. Und schön liegen bleiben. Schön, das gab XP oder EP. Je nachdem, welche Sprache man denn sprechen will. Eine Gette. S. Okay. Und was muss ich jetzt... Du hast es festgefroren. Ja. Truhe. Her mit dem Schatz. Hoffentlich ist eine bessere Axt drin. Was? Er braucht das nicht mehr. Hacksilber. Wofür brauchen wir denn so viel Hacksilber? Also... Tja. Jetzt geht's nicht mehr zurück. Ja, mit dem schönen Loot. Ich glaube, wir müssen hier lang. Ja, ist ja recht. Wenn hier so schön nordische Truhen mich anfunkeln, dann muss man die praktisch einsammeln. Na gut, die Kette, vielleicht kommen wir da zurück. Oh je, das ist eine Red Flag hier. Definitiv. Warte, sieh nur. Was soll ich sehen? Warte auf mein Zeichen. Mhm. Ganz ruhig. Betrachte ihn nicht als ein Tier. Er ist einfach nur ein Ziel. Mach deinen Kopf frei. Ziele ganz ruhig und atme ein. Ausatmen und loslassen. Ich hab ihn. Gut. Yay. Heute gibt's schön Hirschfleisch. Noch. Ja, mach ihn kalt. Kannst ihn ja nicht leiden lassen. Dein Messer. Mitten ins Auge. Nein. Bring es selbst zu Ende. Na komm schon. Ich würde es auch nicht machen. Danke, Papa, das hilft. Ja,
Ich weiß gar nicht, was wir gegen den Hirsch hatten. Alles gut, Kleiner. Bitte schön. Nächsten Hirsch killst du aber ganz allein. Was ist denn los? Was ist denn jetzt? Lass den Hirsch los, das ist meine Beute. Ich verstehe kein Wort. Wir haben keine Wahl. Nicht wirklich. Ja, F drücken, Pfeile schießen lassen, Control gedrückt, drücken sie dann F, Gegner anvisieren, Pfeile, auf die Kniescheibe. Weiß ich nicht. Wo ist denn meine Axt? Entschuldigung, hab nicht aufgepasst. Mache ich das gut? Ich glaube, ich mache das nicht gut. Nein? Ja, ich bin vorsichtig. Mein zweiter Vorname. Oh, anscheinend doch nicht. Entschuldigung, ich dachte, du wärst soweit. Alles gut. So ein kleiner Hinkelstein macht mir doch nichts aus. Ich bin der Gott des Krieges. Das war jetzt auch mein Gedanke. Ich war nicht vorsichtig. Oh je. Oh je. Stein in die Fresse bekommen. Enter. Interessante Taste. Wie viel über die Taste reden könnte, ich glaube, ich muss mehr ausweichen. Der hat Schwachpunkte. Ausweichen. Ausweichen. Zurück, Junge. Alles gut. Vorsicht, Junge. Geh mal da weg. Geh mal da weg. Vorsicht, Atreus. Ich treffe ihn. Warum steht er noch? Nicht da! Voll auf die Rübe. Geh mal weg. Verdammt, ich arbeite dran. Vorsicht, Junge. Du kriegst gerade ordentlich aufs Maul. Was macht denn der Troll da? Schieß! Au. Wieso ist jetzt so hell geworden? Schön aufs Bein. Entschuldigung. Lass meinen Jungen in Ruhe. Drecksvieh. Und mein Hirsch. Au. Kann ich nicht, ich bin tot. Ja. Soll der so schwer sein? Soll der so schwer sein? Au.
Vielleicht muss ich ja einfach mit der Umgebung arbeiten. Sterbe ich ja gleich wieder. Ich brauche mehr Zeit. Ja, und ich brauche eine bessere Waffe. Kann ich die Waffe nicht irgendwie werfen? Oh, ich bin gleich wieder platt. Hab ich was im Inventar, um mich zu heilen? Ich glaube nicht. Hölzerner Griff. Das bringt hier alles noch relativ wenig. Wieso ist der Kollege so stark? Du kriegst es schon. Ich glaub an dich, Atreus. Na komm hier. Put, put, put. Mach mal hier den Felsen kaputt. Macht ihn jetzt nicht wirklich Schaden. Macht ihn nicht wirklich Schaden. Ich glaube, das ist auch nicht die beste Strategie. Ich brauch Leben. Ich brauch doch Leben. Au. Yeah. Fernkampfangriff würde ich jetzt bevorzugen. Glaub gleich hat er mich wieder. Schön in die Fresse. Nein, Atreul. Entschuldigung, greif lieber wieder meinen Sohn an. Ja. Na also. Das ist der stärkste Gegner im Spiel. Ich hoffe doch. Nein. Werden. Oh, ich habe wirklich kaum noch Leben. Ja, ich habe wieder Leben. Wo kam das denn her? Mach mal mehr Schaden, Junge. Ja, nicht an dir selber. Mir geht's gut. Bei mir geht's nicht gut. Töte du ihn. Obwohl, ich will die Lorbeeren. Danke, dass du ihn auf dich lenkst. So, die 30-Minuten-Marke ist beinahe erreicht, dann wird's wohl wieder Zeit für ein kleines Zwischenfazit. Also das Spiel wirkt richtig klasse, das Setting und die Atmosphäre gefallen mir richtig gut, das Kämpfen macht auch echt Spaß, selbst wenn ich hier noch etwas am Struggeln bin. Die Vater- und Sohn-Dynamik mag ich auch und hoffe natürlich darauf, dass diese im Laufe der Geschichte immer besser wird und Kratos sich dann tatsächlich im Laufe der Geschichte mit seinem Sohn anfreundet. Was haltet ihr denn so vom Spiel? Schreibt's mir gern in die Kommentare und schreibt auch gern, welches Spiel ich denn als nächstes vorstellen soll. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.